Die habe ich hier schon vor. Oh mein Gott! Andor, unser Schmied, ist auch da und holt sich natürlich der Autogramm von Momo. Komm mal hier. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe in einem komplett leeren Stallzelt, denn ich bin die Erste, die hier gerade eingezogen ist mit Castor und Pippi bei Lars. Und es ist einfach wirklich, wenn hier Turnier ist, alles. Also besser kann es eigentlich gar nicht organisiert sein. Schon jetzt hier. Ach, ich liebe es. So, ich muss jetzt aber schnell fertig machen, dass ich nämlich nochmal ganz entspannt ein bisschen reiten kann. Ist jetzt noch nicht eingestreut. Die haben jetzt erstmal hier gut abzuknabbern. Das ist saftigeres Gras als bei uns zu Hause auf dem Wiesen steht. Und los geht's. Hier sind die ganzen Parkplätze für die Pkw dann. Hier seht ihr schon den Reitplatz da unten. Kennt ihr an sich? Und das war das letzte Mal auch so, dass hier schon mal so ein kleiner Abreiteplatz ist, wo man schon mal was machen kann. Der Hauptabreiteplatz ist dann natürlich da auf dem Sand, aber so verteilt sich das alles ein bisschen besser. Und dann geht es hier vom Abreiteplatz da an dem Zelt vorbei, nach unten zum Springplatz. Nochmal ein sehr gutes Training, überhaupt nicht hoch oder sonst wie, sondern einfach nur noch mal schön auf dem großen Platz Parcours reiten. Konnte jetzt aber natürlich keine filmen, weil ich alleine bin. Und ihr seht, es kommen noch so ein paar Einzelne heute an, aber die meisten kommen erst morgen. Und ich bin ja echt ein bisschen begeistert. Pippi ist total brav. Klar, kein Grashalm verschwinden. Und das, obwohl sie halt komplett alleine hier ist. Also, ich bin begeistert. Die war ja früher so schlimm klebig, aber anscheinend wird sie erwachsen. Und ich bin jetzt schon echt froh, dass ich meinen Turnierschrank dabei habe. Es ist einfach alles viel ordentlicher und aufgeräumter. Ich mache dann nachher auch die Boxengardine hier noch vor. Und aber jetzt reite ich erstmal nach diesem Haus. Bisschen locker einfach auf dem Springplatz Dressur reiten, dann hat sie nämlich schon mal alles gesehen. Was aber jetzt auf jeden Fall erstmal sein muss, ist Fliegenspray. Hier sind deutlich mehr Viecher unterwegs, die einfach so kleine, und ich habe auch schon ein paar Bremsen gehabt. Oh, und die erschrecken. Oh, ich bitte, Entschuldigung. Nicht dran gedacht, dass es Castor ist. Er ist da nämlich etwas empfindlich, da muss man ganz vorsichtig machen. Und dann geht das inzwischen auch gut. Für den Kopfbereich habe ich dafür nämlich auch extra hier das Gel. Am Anfang musste ich das Gel für alles nehmen. Inzwischen geht das, wie gesagt, mit dem Spray, wenn man vorsichtig ist, schön ganz gut. Aber für Kopf und so dann eben oben so Ganasche und so den Bereich, da ist hier das Gel auf jeden Fall besser. Und das möchte ich einfach mit dem Schwamm oder mit dem Handtuch drauf. Ja, mit der Pippi ist das jetzt natürlich auch alles wieder aufregend und gutes Training hier zur Abhärtung, dass sie hier schön sich zwar alles anguckt, aber fleißig weiterläuft. Na, die ist da ja immer sehr, sehr glatzig. Hier ist natürlich noch alles im Aufbau, aber man kann sich schon richtig gut vorstellen, wie schick dann morgen alles werden wird. Und so mit der Bandenwerbung ist es natürlich auch nochmal was ganz anderes als wenn wir zum Training hier sind. Da ist zwar auch so ein bisschen was, aber so bunt außenrum ist es natürlich nicht. Auch Castor war super, super, super artig, als ich jetzt gerade kam. Also hat das auf jeden Fall auch was gebracht, dass ich immer trainiert habe, dass ich immer einen alleine auf dem Transporter oder so stehen lasse. Na, sehr gut. Mäuschen, du bist aber ein bisschen zu weit gelaufen. Einmal wenden. Hier müssen wir doch rein.
Hier oben habe ich immer meine Helme. Und wenn ich den, den ich gerade zum Reiten auf habe, absetze, dann packe ich den erstmal so rum hier, falsch rum quasi in die Helmtasche rein. Dann kann er nämlich austrocknen. Also jetzt nicht übs geschwitzt, aber trotzdem wird es hier sonst deutlich schneller muffig. Und die beiden haben wir ganz gut schon hier abgegrast. Wenn das jetzt gleich alles richtig runtergeschnurpst ist, habe ich hier direkt daneben das Stroh. Na? Ich muss jetzt erstmal ordentlich einpacken und so weiter, alles fertig auspacken, was ich jetzt brauche, weil ich mich vorhin erstmal mit Reiten beeilen musste. Ich fülle jetzt nochmal Wasser auf, gebe jetzt gleich nochmal Heu und dann Kraftfutter. Wir haben nämlich bis gerade eben den ersten Parcours für morgen aufgebaut und alles dekoriert und gemessen und so weiter. Und ja, jetzt packe ich hier noch meine letzten Sachen zusammen. Das Futter habe ich, wie immer, ja hier schon vorbereitet in den Schüsseln. Und zusätzlich habe ich hier noch, da haben wir für zwischendurch, hoppala, die Quarter Cubes von Mühldorfer. Das sind wie Heukops, aber ihr seht, die sind deutlich größer. Die kann man trocken und eingeweicht füttern, haben einen sehr hohen Luzerneanteil und geben dadurch nochmal extra Power so zwischendurch. Das habe ich immer nochmal mit dabei. Gibt dann noch eine extra Portion Reiskeimöl mit dazu und dann haben sie mittags auch nochmal so einen Snack. Aber solange hier noch nicht alles vollgepackt ist, können wir das ja nutzen. Können die beiden hier nochmal schön grasen. Wenn ich jetzt mal noch schnell die Trinken sauer mache, kann ich die Zeit auch gleich effektiv für die Pferde nutzen und den Bema drauf schmeißen. Zu Hause extra noch aufgeladen. Ist er jetzt bereit zum Einsatz. Ich habe es vorhin vorm Training nämlich nicht geschafft, einmal die Decke drauf zu machen. Da war es ein bisschen stressig. Ja, und deswegen gibt es jetzt nochmal abends zur Entspannung. Vorm Training nutze ich sie auch sehr gerne, auch auf diesem 10-Minuten-Programm in der Regel, um die Pferde tatsächlich meiner Erfahrung nach deutlich schneller auch losgelassen bei mir zu haben beim Training. Also das ist wirklich bei allen Pferden sehr, sehr deutlich spürbar bei mir. Und ich habe wirklich die unterschiedlichsten Pferde, dass sie einfach entspannter, losgelassener und dadurch ja auch konzentrierter und besser, lockerer beim Training sind. Ja, also das gibt es nochmal. Abends ist natürlich auch super für die Regeneration danach, denn durch die angeregte Durchblutung wird natürlich der ganze Stoffwechsel mehr gefördert und Schlackstoffe, die beim Training entstehen, was dann sozusagen in Muskelkater enden würde, besser abtransportiert werden können. Für mich geht es jetzt erstmal hier raus und dann ab ins Hotel. Pferde sind bestens versorgt. Ich werde mir jetzt noch schnell was zu essen unterwegs holen und dann werde ich noch duschen und ab ins Bett. Ich habe morgen Abend aber erst meine Prüfung. Das heißt, ich frage mich eigentlich gerade, warum ich Trensen geputzt habe, so akribisch, weil ich brauche sie morgen früh eh nochmal, um locker zu reiten und muss dann nochmal putzen. Naja, egal. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Jetzt gerade bin ich ja noch alleine und habe euch heute auch viel mitnehmen können, weil ich halt auch da jetzt hier im Stellzett und so noch ganz alleine war. Das wird dann ab morgen wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, aber wie das mit den Turnierabläufen ist und so weiter, kennt ihr ja, ist ja jetzt nicht großartig was Neues. Ich versuche euch natürlich trotzdem so viel es geht mitzunehmen, aber dann wird es halt ein bisschen stressiger sonst. Aber Anne wird entweder morgen oder übermorgen nachkommen. Es war jetzt nur für sie nicht möglich, heute schon mitzufahren, aber dann habe ich da wieder Unterstützung, weil wir auch so ein paar Projekte noch umsetzen wollen, müssen, dürfen und es wird, glaube ich, ganz cool werden. So, jetzt pilgere ich hier mal den Feldweg weiter und dann sehen wir uns sicherlich morgen wieder. Also dafür, dass ich wieder absolut last minute gebucht habe, ist es ja echt cool. Auch hier richtig gut gemacht. Nicht schlecht. Da ist die Dusche. Lässt sich auf jeden Fall aushalten für die Zeit.
das hierher finden war zwar echt blöd, Parkplatz irgendwie mit dem Riesengefährt was zu finden, da bin ich jetzt ein Stück gelaufen. Aber wir haben ja bald ein anderes Auto, dann ist es alles entspannter. Und sogar hier zum Hinterhof hin und nicht zur Straße. Ihr wisst ja, dass ich öfter bei Lars trainiere. Wir kennen uns jetzt schon einige Jahre und so oft es einzurichten ist bei unseren beiden vollen Terminkalendern, bin ich ja bei ihm und kann immer wieder nur staunen, wie schön auch die Anlage ist. Nicht nur die German Friendships, die ein ganz besonderes Event sind, sondern auch jetzt hier die Baxter Hof Open machen diesen Hof nochmal besonderer. Es ist sowieso schon eine super schöne Anlage, aber hier ist nochmal alles so viel rausgeputzt. Es ist so eine tolle Atmosphäre, nicht nur vom ganzen Ambiente, sondern auch untereinander vom Team hat man so tollen Zusammenhalt gespürt. Jeder hat sich reingehangen und hat das Beste gegeben für den Erfolg des Wochenendes und das hat man einfach gespürt. Es war eine ganz, ganz tolle familiäre Atmosphäre. Trotzdem war es einfach super schick, perfekte sportliche Bedingungen für alle. Also ein rundum gelungenes Turnier und Event. Bei wunderschönstem Wetter bin ich wieder da. Ein paar Minuten später, als ich wollte. Vielleicht habe ich den Wecker einmal unterbewusst zu oft weggedrückt. Naja, aber ist ja nicht so schlimm. Mein Auto stand auch noch, ich habe auch keinen Strafzettel. Ich habe zwar in der Parkbuchte gestanden, aber nicht so ganz ordnungsgemäß, weil ich halt einfach zu groß war. Aber anscheinend hat das entweder keinen gejuckt oder sie hatten ein Nachsehen mit mir. Jetzt parke ich erstmal und dann hole ich die Mäuse schon mal zum Grasen raus. Da. Hütchen Magen. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Einmal umdrehen bitte. Hallo, hallo. Gehen wir grasen? Hallo, gehen wir grasen? Schöner kann das doch gar nicht sein hier. In der Morgensonne. Können wir mal stehen bleiben? Püppi muss ich gerade erstmal alles angucken. Zum Fressen hat sie noch nicht so viel Ruhe. Die ersten Tagesparker kommen auch an. Boxen sind gemistet. Wasser ist gleich auch aufgefüllt. Und dann können wir nochmal eine Runde grasen, solange hier schön Ruhe ist. Und hier habe ich jetzt mal aufgemacht. Sonst hätte nämlich die Püppi kein Fenster. So, bevor ich jetzt mit den beiden nochmal grasen gehe, muss ich aber erst noch meine Ritte vom letzten Turnier für den Vlog kommentieren. Das mache ich jetzt schnell und habe dafür, weil ich natürlich im Hotel prinzipiell ohne Frühstück bestelle in der Regel, weil das mit der Pferdeversorgung und so ja sowieso schon früh ist, dass man im Stall sein muss. Und da vor dem Frühstücken ist mir meistens einfach zu früh. Da kann ich nicht wirklich was essen. Ich schaue, dass ich immer schon mal zwischendurch auch die Äpfel raushole, so wie ich es schaffe. Gerade habe ich erstmal bei der ersten Prüfung ein bisschen zugeschaut und gefilmt. Mein Schatz. Und jetzt mache ich hier die Box nochmal ordentlich. Dann gibt es nämlich gleich neues Heu. Und darauf warte ich jetzt noch, dass das da ist. Ne? In der Zeit mache ich die Boxen nochmal. Wenn ihr das Heu riechen könntet, so, so, so gut. Ist auch extra Bio-Heu. Das Beste vom Besten hier. Ich muss mich übrigens revidieren. Es gibt tatsächlich schon Frühstück. Also jetzt inzwischen, das ist ja schon eher Brunch von der Zeit her. Aber ich nehme jetzt einmal Geld mit vor. Und da gab es so belegte Brötchen und so weiter. Und das sah richtig gut aus. Das heißt, hier ist wirklich an alles gedacht. Wie hätte es anders sein können? Oh, ich glaube, hier muss ich jemanden aus einem Schläfchen erwecken. Hallo? Hallo, wer schläft denn hier? Hallo? Guten Morgen? Hallo, guten Morgen. Wollen wir ein bisschen reiten? Hallo? Hallo?
Ich werde mit Kaster jetzt ein paar lockere Runden auf dem Abreiteplatz drehen, denn die Prüfung ist, bis ich dann auf dem Pferd bin, gleich vorbei. Und die nächste geht erst dann eine Stunde später los. Das heißt, da ist jetzt ein bisschen Pause und das können wir gleich nutzen. Was ist denn hier immer? Gleich mal den Schrammer geholt hier an der Boxenwand, oder was? Hm? Ja, so ein Süßer. Und hier ist auch noch einiges entstanden als kleines Kinderparadies. Und die nächste Graseinheit. Kasse habe ich einmal abgewaschen, die Weide, weil die hatten vorher gerade noch mal den Platz gewässert. Das sah aus wie ein kleines Sandmonster. Und die beiden genießen jetzt ein bisschen die Mittagssonne hier. Ich bin hier ein großer Freund von Multitasking. Das heißt, wenn ich die Pferde hier grasen lasse, solange sie mich nicht hier auseinanderziehen, arbeite ich entweder Stories, lade Stories hoch, oder beantworte Kommentare und Nachrichten und so weiter. Dass ich da mal ein bisschen hinterherkomme. Ich habe mich gleich mal umgezogen, nicht weil ich jetzt gleich Prüfung reiten muss, ich habe noch mehr als genug Zeit, aber ich wollte mir was Kurzes anziehen und ich habe jetzt nur das dabei, den Rest habe ich im Hotel gelassen und da habe ich gedacht, okay, kann ich auch gleich die Hose dazu anziehen, dann muss ich mich nicht nochmal umziehen. Und ich wollte euch hier die Stiefeletten einmal zeigen, die habt ihr zwar schon öfter gesehen, auch beim Buchung Live Event hatte ich die den ganzen Tag an, die sind von Ariat jetzt ganz neu. Ich weiß gar nicht, Anna. Das ist das Logo. Und zwar sind das aus der Palisade-Reihe, wie auch immer, die das direkt aussprechen, jetzt eben ganz neue Stiefletten. Da gab es ja schon eine ganze Zeit lang Stiefel. Und die sind jetzt ganz neu. Die haben eben hier vorne einfach so den Reißverschluss. Und haben auch eine sehr, sehr gute Passform. Ich habe ja zwar große, aber schmale Füße und auch hier ist es eben oft so, dass Stiefletten dann hier zu gerade sind und das dann relativ bescheiden aussieht, aber bei denen ist das absolut nicht der Fall. Ich trage bei denen Größe 40, ich habe immer 39 oder 40, je nachdem wie die Schuhe ausfallen und hier habe ich mich für eine 40 entschieden. Ich hatte erst vorher eine 39, aber die hier passt ein bisschen besser. Da ist ein bisschen mehr Luft, wenn man dann eben auch die Reitsocken mit drin hat, die dann halt so ein bisschen einfach normal dicker sind. Jetzt nicht so ganz dünne Sommersocken. Und ja, die haben auch hinten hier so einen kleinen Spornnippel. Wie bezeichnet man das denn? Also man könnte hier halt einfach das Sporn machen. Dann halten die auch an der Stelle direkt fest. Es gibt da auch noch Chaps dazu, die habe ich jetzt nicht, weil brauche ich ja nicht. Und was ich auch sehr praktisch finde immer bei Stiefletten, ist hier dieses kleine Möpfelchen, dass man die eben einfach so anziehen kann. Kann man hier einmal so zack und schon ist man reingeschlüpft, Reißverschluss zu und dann ist man schon fertig. Hallo, sind Sie schon hübsch? Sind Sie schon hübsch? Bist du zu schüchtern? Bist du zu schüchtern? Ich habe schon mal eingeflacht. Oh, nicht erschrecken. Ich habe nichts zum Sprühen dabei. Ich habe schon eingeflochten, bin schon Parcours abgegangen von der ersten Abteilung jetzt. Und jetzt machen wir uns hübsch. Anne lernt Roller fahren. Ist es easy, oder? Kompromiss. Guck mal. Hallo, Kuckuck. Nicht schlimm. Du merkst das nicht mal. Kannst du mir nicht erzählen? Doch, ich merke es. Wie guckst du jetzt? Leidigst? Bist du introvertiert gerade? Wenn du es auch frisst. Das ist eine dumme Idee. Dieses Pferd. Jetzt sprühe. Anspringst. Nein, weiter fressen. Weiter fressen. Nicht das Handy fressen. Nicht das Handy.
Nein. Hier ist da nichts mehr drin. Nein. Aber was Neues. Geh da mal weg. Normalerweise sind meine Touren erst am Freitag gestartet, aber wir haben uns dann kurzfristig dafür entschieden, mit Castro hier nochmal am Donnerstag das M-Springen als Einlaufspringen mitzunehmen, nach meiner Blockade im Kopf, die ich da einmal selbst überwinden musste, war das auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung. Wir hatten vorher nochmal ein bisschen intensiv mit Lars natürlich das Ganze auch besprochen und haben dann hier einfach eine schöne Trainingsrunde gedreht. Ich konnte am Mittwoch schon mal abends nochmal auf dem Platz ein bisschen dressurmäßig reiten und ein paar kleine Sprünge auch machen und hatte dadurch schon mal ein sehr gutes Gefühl, was ich hier am Donnerstag mitgenommen habe. Ich bin natürlich jetzt überhaupt gar nicht auf Angriff geritten. Hier hat er sich einmal so ein bisschen festgehalten, weil er wahrscheinlich so in die Bande einmal reingeschaut hat, obwohl er die Linie eigentlich vom Vortag kannte. Aber es ist natürlich zum Turniertag immer nochmal was ganz anderes, weil mit der Deko alles nochmal ganz anders wirkt. Aber ansonsten immer schön Ohren nach vorne hingesetzt. Ich hatte ihn gut am Bein gehabt, konnte einfach so eine richtig schöne Trainingsrunde drehen. Hier auch flüssig nach vorne in die kleine Kombination durch die Diagonale geritten. Linkswendung auf die lange Seite, auch wenn er hier einmal kurz so hoch. Ah, okay, da ist der Sprung schön groß drüber gesprungen. Und dann ging es hier auf den kleinen roten Steilsprung wieder hingesetzt, einmal Zügel nachgegriffen, dass ich wieder die Spannung ins Pferd bekomme. Weiter galoppiert hier über den Sparkassensprung zum kleinen Wassergraben und dann ging es auch schon auf die letzte Wendung hier. Und damit hatten wir eine sehr schöne Nullrunde hier zum Training, zum Einlauf des Turniers und konnten uns damit sogar auch platzieren. Und das war natürlich ein sehr, sehr guter Einstieg in das Ganze. Da ist mir so ein bisschen, da musste ich einmal mitreiten. Aber das war auch der entscheidende Moment, dass ich gesagt habe, ich reite keine Distanz zurück. Ja, ich habe Äpfel, komm, wir gehen rein, komm. Pippi! Hi. Wir sind doch da, Pippi! Nochmal, sag Hallo! Sag Hallo! Beim gestern, Jan Lambstrom, nicht ein Ton, als sie hier komplett allein stand. Ah. Und jetzt macht sie hier Terror. Guck mal, ja! Oh, hallo! Warte, 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 du musst da gucken! Da, 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 da! Da musst du gucken! Noch, wie gucken wir da oben? Um. Ich hatte nur Augen für die Äpfel. Warum nehme ich denn das eigentlich nicht mit? Dass wir hier noch hart am Worken sind? Ja. Momo will sich von mir nicht filmen lassen. Ich habe gesagt, ich bin dein... Nee, du hast ja was zu tun. Weißt du, wir müssen ja effizient sein. Ja, ja. Und jeder macht so sein Ding. Ich glaube, sie will es nicht. Sie will es nicht. Obwohl... Nein. Guck, wir haben so einen Hintergrund hier. Ja. Aber mit Stories, also wenn das halt... Was heißt geplant? Also... Du musst ja eine Slide machen. Ja. Und das dann auf den Punkt zu bringen, wenn mich jemand filmt. Geht nicht so gut. Also so mit Reitthemen, glaube ich, einfacher. Aber, also wenn ich jetzt über meinen Ritt vorhand erzählen würde. Ja. Aber so sehe ich ja dann entweder die Uhr laufen. Ach gut, ja. Na gut, oder ich sehe halt die Zeit, wo ich rauskomme. Und dann merke ich, komme ich mit dem Satz hin oder nicht. Und dann muss ich ihn nochmal machen, wenn ich merke, ich bin zu lang. Du musst mich gar nicht weiter überreden. Ich komme hier aus meinem... Ich möchte mich ja nur erklären, ja? Guck, ich liege hier noch wie so ein kleines Kind im Bett. Oh nein, du hast keine Dackelsocken an. Nee, die Dackelsocken habe ich aber mit. Sehr gut. Ja, ich mit. Grogu habe ich heute nicht mit. Auch meine kleinen Schlappen nicht, leider. Aber Dackelsocken habe ich mit. Und meinen Teddy habe ich mit, wie so ein Kleinkind. Und ich habe meinen Schlafpulli, den ich gleich anziehe. Den ich nur, für den ich nur Verachtung übrig habe im Sommer. Hallo. Da. Warum macht er das denn? Kannst du rumgehen? Möchtest du weiter kuscheln? Ja, nein. 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 Ja, wenn man reinkackt, besser ohne Kacki. Dann ist es halt, ne? Doof. Gute Ragen von Tag 2, also Turniertag 2.
Wir sind spazieren. Also Püppi ist spazieren. Püppi gibt hier gerade die Richtung vor. Die hat irgendwie so Bewegungsdrang, anstatt zu fressen. Man hat es sehr selten. Ja. Und Moppy geht hinterher. Er würde gerne fressen. Moppy holt auf. Was ist hier los? Da rollt's. Ja, Masse bringt er ja genug mit. Ja. Aber hey, also jetzt von hier sieht er besser aus. Das ist wie doch. Position hat gewechselt. Jetzt gibt Moppy den Ton an. Aber auch Moppy hat einen sehr starken Bewegungsdrang. Er hat immer die Ohren vorne. Der will immer alles sehen. Der hat so einen richtigen Entdeckerinstinkt. Wir haben richtig schöne Wege hier entdeckt. Hallo? Ihr kämpft noch? Aufpassen, dass der Kaster nicht rausgeht, weil er sich alles, was Gras ist, unterm Stroh hervorholt. Und wühlt wie so ein kleines Trüppelschweinchen rum. Ja? Nein, weg. Nein. Es ist nicht genug in der Box. Es ist ganz viel Stroh da, es ist ganz viel Heu da, aber der macht sich hier überall so kleine Löcher in den Boden und schnuppelt da so rum. Und wenn man da hingeht, kommt er hinterher und schnuppelt weiter. Hier, das kramt er sich dann raus. Diese lächerlichen kleinen Dinger. Wühlt ja alles um. Es kommt, es macht weiter. Es frisst Heu. Fein. Was sagst du? Ich habe gehört, es heißt Lilly. Ich habe gehört, sie heißt Lilly. Oh mein Gott. Der Kopf von der ist so groß, der passt fast gar nicht in mein Kamerabild rein. Der Beweis, Michelle trinkt was. Ja, bitte nochmal. Freiwillig. Freiwillig. Eine Flasche Wasser wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das ist rotes Wasser. Ja. Sehen wir das Farbe. Momo reitet jetzt noch entspannt die Püppi, nachdem sie auch den Castor hatte. Und ich chill hier und gucke mir das ganze Geschehen einfach von außen an. Ich sag mal so, es gibt schlechtere Arbeitsplätze gerade, ne? Püppi ist on fire.
Pferd hat einmal gelegen und hat ihr fast ganzes Stallzelt abgeräumt. Aber sie ist glücklich. Aber sie ist glücklich, aber sie hat auch alles. Das ist mein Highlight. Vor allem, wie dir die Tür entgegengeflogen kam gerade. Der ganze Schrank hat gewackelt. Momo ist so schadenfroh, die hat sich gerade über den Boomerang ihres Lebens lustig gemacht. Ja, sind sie auch, in der Tat, das ist zum Totlachen. Zieh mal ein dummes Gesicht für eine Mark 50 an, ne? Wie viel Aufwand hinter einem Foto steckt, was man sonst übrigens nicht sieht. Und die Pferde gucken nicht. Die wollen nur grasen. Die haben immer keinen Bock. Nein, ich bin nicht müde. Wie zappelig der, weißt du, wie zappelig der in München war? Als wir den Mittwochabend haben wir den eingeflochten. Da bist du angereist, genau. Ja, da war ich ja noch nicht da. Nee, da warst du noch nicht da. Und da musste deine Mom vorne am Kopf stehen. Sina hat geflochten und konnte alle 5 Minuten ihr Höckerchen umstellen. Ich? Ja, aber ein übelster Kasper an dem Tag. Und ihr macht ein kleines Nickerchen. Da war die Mutti nicht da. Mutti war nicht da. Da war die Mutti nicht da. Die Katze aus dem Haus tanzen, die Mäuse auf dem Tisch, dachte der sich. Wie gesagt, ging es am Freitag mit der ersten Prüfung der Gold Tour los und ich hatte Castro als erstes Pferd in der Prüfung. Hier die lange Seite nochmal genutzt, um ein bisschen Galopp in das Ganze reinzubekommen und dann schön am äußeren Zügel hier gewendet, aufmerksam zu Sprung 1. Dann ging es durch die Diagonale wieder schön nach vorne reitend zum ersten Ochser, bisschen nach vorne ausgeglichen, dass ich mich nicht zurückorientiere. Hingesetzt, einmal hier außen schön begrenzt, einmal auf die Leitplanke achten sozusagen. Jetzt ist er mir hier einmal so ein bisschen nach rechts weggesprungen, einmal so von den Zuschauern weg, aber habe die Linie gut wieder gefunden zu Sprung Nummer 5. Dann habe ich mir Zeit gelassen, bin große Linie geritten, dass ich hier schön gerade in die Dreifache reinkomme, hingesetzt, weiter geritten. Auch wenn er mir so ein klein wenig da am mittleren nach rechts weggedriftet ist, kam ich hinten wieder schön gerade raus dafür. Auch wieder hier weiter galoppiert, nicht zurück korrigiert, sondern immer den Weg nach vorne gesucht, wieder eingefangen, dass er mir jetzt hier nicht zu lang wird zu dem Steilsprung. Rechtsrum ging es dann noch einmal an die lange Seite, könnte ich einmal ein bisschen Zügel wieder nachgreifen. Aber auch hier hingesetzt, weiter geritten, dass er mir gerade in der Spur bleibt. Jetzt hier wieder Rechtswendung, noch einmal durch die nächste Diagonale wieder aufrichten, weiterreiten, schön nach vorne für den nächsten Ochser und dann ging es nochmal zum letzten Steilsprung und damit war ich sehr zufrieden, dass wir mit der nächsten Nullrunde wieder ein gutes Gefühl mitnehmen konnten. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg. Ich gehe jetzt wieder hoch. Ich bringe dann noch ein bisschen was zu naschen mit. Wir verdienen uns das auch wieder. Ja. In der gleichen Prüfung als zweites Pferd hatte ich dann natürlich die Pöppi am Start. Und da es ja für sie die erste Prüfung des Wochenendes war, habe ich dann vor allem geschaut, dass ich überall einmal lang reiten kann vorher, dass sie sich alles schon mal anschaut. Sie kennt ja den Platz vom Training und sie ist da ja so ein Pferd, wenn was anders ist, ist das erstmal so ein bisschen beängstigend für sie und da konzentriert sie sich nicht so auf mich, sondern auf die ganze Umgebung. Deswegen ist es wichtig, dass sie sich da einmal kurz einfinden kann. Hier Sprung 1, weil sie kurz noch so ein bisschen, huch, ach ja, es geht los, war sie einmal ein bisschen unaufmerksam, hatten wir aber Glück gehabt mit dieser grünen Stange oben. Dann hier 2, dafür richtig schön kraftvoll ausgesprungen, eng rumgewendet. Mit ihr bin ich natürlich so ein bisschen direktere und frechere Linien geritten, ohne dass es jetzt irgendwie zu doll geritten war. Aber auch hier hat sie sich von den Zuschauern gar nicht beeindrucken lassen. Also scheint sie auch da langsam, aber sicher selbstbewusster zu werden.
Und dann ging es hier in die Dreifache rein, schön aufgerichtet, einmal klein gemacht, auch ganz schön aufgepasst hinten raus, gleich wieder darauf geachtet, dass ich direkt wieder den Galopp nach vorne finde und wieder die Spannung, die positive Körperspannung so auf den Zügel und aufs ganze Pferd bekomme. Aufmerksam gemacht, hier im Gegensatz zu Castor natürlich vorne ein bisschen frech rumgewendet, schnell hier auf die lange Seite gekommen, wieder Galopp reinbekommen für die 5 und auch hier die engere Wendung gewählt und nicht um den Sparkassen-Ochser drum herum, sondern direkt hier zur Schlusslinie und damit waren wir natürlich auch sehr happy mit der Nullrunde und ich glaube, es war Platz 6 am Ende. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. 6 Punkte total für die weitere Positivzeit wahrscheinlich in 49,3. Heißt das Skyline Express, Perfect Blue Zentro als nächstes. 11 Richter soll das Prompto. Und da Franz ist fest da. Ach, Mann. Ich habe Momo neulich den Instagram-Kanal Influencers in the Wild gezeigt. Wollte sie sich totlachen. Das ist sie selber nicht besser. So doof sieht nämlich Instagram von außen aus. Ja. Ja. Ich will dich hier nur nochmal, du siehst aus wie so eine Braut, ganz in weiß. Ja, ich war doch immer ganz weiß. Ja, und trotzdem siehst du aus wie eine Braut in weiß. Dann gehe ich jetzt zu meiner Hochzeit, oder was? Ja, du gehst jetzt zu deiner Hochzeit. Bei den Baxterhof Open und wenn wir dann also die Stars der Zukunft im Parcours sehen werden, ab 14.30 Uhr freuen wir uns natürlich schon richtig, richtig darauf, dass wir dann eben im Parcours unsere Ponys hier dann durch den Parcours pfeifen sehen werden und unsere Stars der Zukunft, die sind natürlich auch immer alle so ein bisschen mehr kennenlernen können. Das ist ja immer so schön an solchen Veranstaltungen, dass man sich mal wirklich Angesicht zu Angesicht sieht. Und ihr braucht nicht schüchtern sein. Ich glaube, keiner von uns weiß. Und wer schüchtern ist, der kann dann einfach rüberkommen. So machen wir das und erstmal Dankeschön, dass du bei uns bist. Du bist jetzt hier bei uns in Kaffern. Ist es für dich das erste Mal? Also trainingstechnisch bin ich ja relativ regelmäßig da, ich bin eine relativ weite Anreise, deswegen klappt es nicht ganz so oft, auch mit dem Terminplan von Mars und mir ist es immer ein bisschen schwierig. Aber Turnier bin ich hier schon einmal geritten zu den letzten German Friendships, die stattgefunden haben. Das muss jetzt 4 Jahre, glaube ich, sein. Hier zu Hause geritten werden wollen, vorgestellt werden wollen und große Turniere habe ich eigentlich zum Beispiel noch Paderborn so ein bisschen auf dem Plan, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und Aschersleben, Lastrup sind noch so große Sachen, die jetzt anstehen. Aber es ist ja schon quasi August. Die grüne Saison neigt sich schon wieder dem Ende. Das müssen wir jetzt nochmal nutzen. Das ist so, genau, du hast eben schon gesagt, hier so ein bisschen Vorbereitung dann auch auf die kommenden Aufgaben. Du hast gesagt, dir gefällt es hier richtig gut bei uns in Herford. Was gefällt dir besonders hier am Turnier auf dem Baxterhof? Wir sehen dich noch 2 Tage, das ist das Beste. Und deshalb bedanken wir uns jetzt mit einem großen Herforder Applaus bei Momo. Dankeschön. Das
das hübsch? Das ist hübsch. Hast du gut geschrieben. Ich kann auch noch Englisch. Dankeschön. Dann habt noch einen schönen Tag. Auch so. Ich mach das gern für Andor, unser Schmied ist auch da und holt sich natürlich ein Autogramm von Momo. Für richtig fest, du Andor, das hätte ich jetzt nicht erkannt. Ich dachte, welche fremde Person spricht mich hier denn an? Ich kenne doch hier niemanden. Das läuft hier nach System. Ich sterbe. Einfach. Gemacht haben mit der Umgebung und bei Schild ist jetzt so das zweite Pferd, was hier reitet. Den nehmen wir gleich ein bisschen mit, dass er gleich weiß, jetzt ist so der Moment, wo es drauf ankommt. Und sieht dann so, galoppiert auch mal an und bringt gleich einmal ein bisschen Schwung rein. Und das wackelt. Wir machen also eine Kombination. Ich erkläre euch schön auf. Sag dein Elbenauge, wie ist der Parcours? Sehr schön zu reiten, würde ich sagen. Blast in den Aufspinnen. Es ist nicht eckig, kantig. Es ist schön. Ein rundes Ding. Ein rundes Ding. Jetzt müssen wir ein Pferd suchen. Das finden wir jetzt. Diesmal hatte ich die Püppi zuerst und die war gut an. Also es ist bei ihr ja in der Vergangenheit gerne so gewesen, dass sie natürlich auch von ihrer Größe her bedingt eher so ein bisschen gemütlich, was heißt gemütlich, behäbig, so ein bisschen langsamer übersetzt unterwegs war. Und da jetzt immer so der Fokus drauf war, dass sie eben schön elektrisch am Hinterbein wird und dass sie da richtig schön sozusagen den Motor anbekommt. Und das hatte ich auf jeden Fall. Ich hatte nochmal, wenn ihr es mit dem Donnerstag, nein, mit dem Freitag vergleicht, nochmal eine deutlich bessere Körperspannung in ihr drin. Sie war richtig gut aufgerichtet, obwohl der Donnerstag ja auch schon gut war, ist das jetzt trotzdem nochmal eine deutliche Verbesserung gewesen. Sie ist so kraftvoll unter den Schwerpunkt galoppiert, immer bei mir gewesen, durch dieses kraftvolle Galoppieren hier, aber ein bisschen zu doll in die Kombination reingekommen. Da hätte ich ihr mehr Platz schaffen müssen, hätte ein bisschen mehr abwarten müssen, dass sie dann hinten raus, wie gesagt, so ein klein wenig mehr Raum hat und Platz hat, aber das sind Fehler, das ist nicht schlimm, das passiert. Wichtig ist, dass ich sie trotzdem hier auch sofort wieder zwar nach vorne galoppieren lasse, aber immer wieder so richtig positiv in die Spannung bekomme. Sie hat sehr, sehr gute Sprünge gezeigt und das ist mir sehr viel lieber, als wenn sie zu lasch und zu schlacks hier ihre Runden drehen würde und dann wieder hingesetzt, wieder den Zug nach vorne gesucht, dass wir trotzdem nicht jetzt trotz dem Fehler irgendwie die Zeit verdaddeln und hier so eine schlackse Trainingsrunde zu Ende reiten, sondern das Training natürlich auch fürs flotte Reiten nutzen. Wenn man schon mal hier die Möglichkeiten hat, so tolle Bedingungen zu haben, muss man das natürlich auch immer trainieren. Und trotz des ärgerlichen Abwurfs habe ich mich sehr über die Runde gefreut, weil es, wie gesagt, ein Top-Reitgefühl war. Bestie! Wie streut!
1:1. Fällt fast um beim Pinkeln. Ja. Komm schon. Hallo. Grüß dich. Ey, nicht bei mir am Hintern, Leute. Nein, nein, pinkel da bloß nicht dran, Freundchen. Ich riech doch den Braten. Geh mal. Gleiche Prüfung auch hier natürlich mit Castor, diesmal als zweites Pferd. Und auch bei ihm habe ich an dem Tag nochmal so eine kleine Schippe frecheres Tempo reinbekommen, dass er am Sprung vor allem flüssiger abgesprungen ist. Also dass er sich da eben nicht so weghält und so ein bisschen zu vorsichtig ist, sondern dass er da schön durchzieht und eben den Sprungablauf einfach schön zackig hat. Da haben wir beim Abreiteplatz ganz viel dran gearbeitet und das war dann auch im Parcours spürbar, auch wenn jetzt hier in dieser leicht gebogenen Linie einmal Außengalopp ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich hatte so ein bisschen durch den Mehrgalopp Not, die Linie da zu treffen, deswegen bin ich lieber so ein kleines bisschen schräg dahin geritten, dass ich mir da eben wieder Platz mache. Einmal zwar groß hier reingesprungen, aber ich kam gut wieder hinten raus. Auch da muss er mir gerader bleiben, da darf ich nicht so aufmachen, dass er mir so wegspringt, so auf die rechte Seite. Aber da arbeiten wir jetzt einfach dran. Wichtig ist, dass ich ihn trotz dessen immer wieder schön in die Spur bekommen habe und dass er auch hier einfach, wie ich eben meinte, so einen ganz flüssigen Sprungablauf zeigte. Dann ging es hier wieder weiter. Zack, so ein bisschen frech an den Ochser hier rangeritten, gleich wieder weiter auf den nächsten Steilsprung, wo so ein kleiner Graben drunter lag und aufmerksam wieder hier weiter gesprungen, immer die Ohren nach vorne gerichtet, wenn er den Sprung wahrnimmt und wenn ich ihn eben richtig auf der Bahn habe. Und durch dieses freche nach vorne galoppieren war ich dann hier an dem Ochsen so ein klein wenig zu dicht, da hätte ich ihm mehr Platz machen müssen. Das war eine Stange, die war sehr, sehr schade und hätte nicht sein müssen, aber da hätte ich einfach so ein kleines bisschen mehr warten müssen, dass ich ihn nicht zu doll reinschiebe. Nochmal einen ganz tollen Abschlusssprung da über den Sparkassenochser gehabt. Aber trotz des Fehlers, der ärgerlich war, bin ich sehr happy. Jetzt habe ich schon wieder Moppen. Weiß ich noch nicht, aber es ist ein schöner Schwenk gewesen, weil der hat sich wirklich gelohnt. Wie lange wolltest du eigentlich nochmal hier bleiben? 8 Wochen? Ich habe das nächste Turnier gleich mitgepackt. Ja? Mein Weekender ist super. Ich liebe meinen Weekender. Meine Koffer sind aber praktischer. Kann sein, meiner ist stylischer. Weekender. Ich fange mal mit einem Weekender an. Er ist so lustig. Er ist so lustig. Castor, du bist so lustig. Weitermachen. Kurz sortieren, in welcher Welt leben wir gerade? Oh, gefällt ihm. Das gefällt ihm. Das habe ich auch bei noch keinem Pferd gesehen, das darauf so heftig reagiert. Hallo.
Warte. Ich sag doch, du wirst als Reiter kriegst du niemals Winkerarme, weil du die ganze Zeit sowas machst. Das ist fast gar nicht ins Video. Gleicher Parcours? Nur, dass die Kombi ist anders. Also, dass das jetzt eine grüne Kombi ist. Und keine Dreifache in der Mitte. Dafür halt da. Mhm. Aber von hier oben ist das der gleiche Parcours. Dann kann ich nachher noch schnell Distanzen abschreiten und dann. Was man, glaube ich, auch noch nicht so oft im Video gesehen hat, ist diese wunderschöne Anlage, ne? Also es ist nicht nur ein wunderschönes Turnier, sondern das ist auch, weiß nicht, eine Anlage wie aus euren schönsten Wendy-Träumen, glaube ich. Zumindest aus meinen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, wer bist denn du? Hallo? Nein? Ach du Scheiße, hier drüben geht's ja noch weiter. Ich bin immer nur den Weg abgelaufen. What? Hallo. Oh, ich werd verrückt, ey. Na, ihr kleinen Stupsis. Ja. Was? Bitte? Ja, ist halt Pferdeland hier, ne? Kann man nicht anders sagen. Castor, du machst es ganz toll. Da haben wir ein Bild. Naja, dann schauen wir mal. Guck mal hier. Guck mal da. Wo ist das Vögelchen? Guck mal, da bist du. Ja, ich finde das richtig gut eigentlich. Sag mal, wir müssen uns jetzt hier ausrichten, weißt du? Du kannst jetzt hier nicht weggehen. Das Gute ist, das kann ja aber mitrutschen. Ja. Also warte ich mal hin. So, und jetzt hatten wir drei sehr gute Runden mit Castor und darauf habe ich mich am Sonntag so ein bisschen verlassen und so ein bisschen, ja, einfach zu Schlacks an einer Stelle geritten. Aber fangen wir erstmal hier mit Sprung 1 an und dann ging es hier durch die
Diagonale auf einen schwarzen Ochser zu. Schon da muss ich so ein kleines bisschen mitreiten. Ihr habt gesehen, ich hatte ihn nicht aufmerksam auf den Sprung gerichtet. Und den Moment, wo ich einmal ein bisschen Bein gebe, da war dann auch die Linie klar. Das sieht man bei ihm immer ganz, ganz deutlich. Wenn ich ihn eben richtig bei mir habe, dann ist das genau so, dass er genau die Spur hat. Und wenn nicht, dann nicht. Jetzt ging es hier einmal auf die Kombination, da ist er mir so ein kleines bisschen verhungert, ich kam nicht so ganz ideal daran, es kam zu dicht ran und dann habe ich ihn hier einfach nicht geschlossen bekommen. Also ihr seht auch, Züge sind ein bisschen zu lang, ich bin hier so ein bisschen schlacks hingeritten und hätte da deutlich mehr den äußeren Zügel dran haben müssen und das ist ja genau die Sache, die uns gerade so ein bisschen Probleme bereitet hat, weil ich da dann in dem Moment so ein bisschen früh aufgemacht habe, weil es eben die ganzen Tage jetzt immer sehr gut war. Aber da muss ich ihn einfach vor allem eben, da hat er sich einmal kurz hier geärgert, weil ich habe ihn einfach am linken Zügel und Schenkel nicht eingeschlossen gehabt. Und das ist überhaupt nicht der Fehler des Pferdes, sondern das ist mein Fehler gewesen, weil ich mich, wie gesagt, so ein bisschen drauf verlassen habe, dass es jetzt die Tage gut lief und da war ich einfach so ein bisschen zu nachlässig und hätte überhaupt nicht passieren dürfen. Das war sehr ärgerlich, weil bis dahin waren ja die Tage wirklich, wirklich klasse. Die Püppi bin ich dann im großen Preis am Sonntag geritten. Die hat ja die Tage wirklich sehr, sehr gute Runden gezeigt. Also hatten wir hier für das 2-Sterne-S auf jeden Fall eine gute Grundlage geschaffen. Und auch da war sie sehr gut geschlossen bei mir, sehr aufmerksam auf dem Abreiteplatz. Es war ein tolles Abreiten, es hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Dann ging es hier einmal los, bisschen Galopp rein und von der rechten Hand ist gleich hier der Sparkassenochser der erste Sprung des Parcours. Also hinschauen, schon mal die Linie anschauen, von weitem schon den Absprungpunkt und die Distanz einschätzen und dann so ein bisschen frech wieder rangaloppieren, dass ich sie eben von hinten genauso aktiv wieder in die Hand galoppieren kann wie am Vortag. Wieder hier durch die Diagonale Sprung 2. Einmal aufrichten, so halb rechts hier zum Steilsprung aufmerksam machen, dass ihr mir da nicht zu flach kommt. Wieder hinsetzen an die lange Seite. Auch da hat sie gut aufgepasst, weil wir so ein bisschen an der Grünstange dran gewesen, wie schon am allerersten Tag. Aber haben uns davon nicht irritieren lassen, sondern haben direkt wieder den Weg nach vorne gesucht, dass ich nicht den Galopp verliere. Wieder weiter galoppiert hier durch die nächste Diagonale, bevor es dann auf die lange Seite für die Dreifache ging. Und da hatte ich sie so ein klein wenig zu doll reingeschoben. Da hätte ich hier, wie ihr seht, ein bisschen ruhiger bleiben müssen, weil durch das Tempo hat sie da einfach dann, sie hat sich zwar versucht zurückzunehmen, aber nicht die Chance gehabt, da wirklich aufmerksam und rund über den Rücken zu kommen, sondern da hätte ich so ein bisschen mehr abwarten müssen, ihr mehr Platz geben müssen. Und da müssen wir jetzt einfach so ein klein wenig das Mittelding finden. Da ist es so ein Fehler gewesen, der passiert, der ist ärgerlich, das war ein ganz leichter Hinterhandfehler, aber der ist nicht schlimm, dass ich sie eben richtig in die Hand galoppiere, aber dass sie mir nicht zu doll dann in solche Aufgaben reinkommt. Aber ist mir lieber, ich habe einen zu dollen Fehler als einen schlacksigen Fehler. Komm mal hier. Ja,
Komm mal hier. Du Kleiner, komm mal hier. Hast du mich jetzt wieder lieb, Paul? Nachdem du mich gestern fast fressen wolltest? Ja. Das ist so München International Vibes. Jetzt sind wir auch wieder die Letzten. Alle schon wieder abgereist. Und es regnet. Sie sucht ihren Hund. Alles beim Alten. Paul ist da, der andere Kleine fehlt. Leo! Ich hab's gefunden. Momo hat's gefunden, er war on Tour. Alle haben ihn gesucht. Jetzt müssen wir nur deine Brauchen wiederfinden. Nathalie! Ich halt's fest. Halt nicht wieder ab. Theo, du. Bist du der Strolch von Herford? Geil, Mann, du hast auch was am Zahn. Warum sind wir hier abgestorben? Ach, weil wir den Hund gesucht haben. Stimmt, ich hab Theo gesucht. Theo, Junge. Pippi. Du bist ein braves Pony. Pippi, wir kommen gerade vom Essen. Turnier ist vorbei. Wir kommen in etwa gerade so ums Stallzelt. So. Und sehen das. Eine offene Stalltür. Wahrscheinlich für bestimmt 30 Minuten. Du bist ganz brav. Na gut, Mopsi wäre auch nicht weit gelaufen. Der wäre nur bis zum Gras gelaufen. Und Abfahrt. Tschüss, tschüss, Anne. Es geht jetzt ab nach Hause. Wir sind noch schnell vorne gewesen, haben uns noch was zu trinken geholt. Aber jetzt geht's los, wir müssen auch Umweg fahren. Hannover ist Stau, mindestens 10 Kilometer bisher. Super!